Ich würde sagen, es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen, ist es. Wenn man unterwegs ist, muss man natürlich auch einmal Rast einlegen, ja. Und wir Wohnmobile dürfen uns ja nicht auf den Pkw-Parkplatz stellen, weil es alles so schön leer. Da wo die Lkw sind, ist alles voll. Wir haben uns da hinter den freundlichen Lkw hergestellt. Und irgendwie ist das Ganze nicht so gut ausgegangen. Wie uns zumute ist, könnt ihr euch vorstellen. Wir wollten nächste Woche nach Spanien, jetzt wollten wir nur schnell nach Karlsruhe unser Fahrzeug noch ein bisschen herrichten lassen. Können wir wieder heimfahren. Ich würde sagen, es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen, ist es. Weil der zu blöd ist, der ist rückwärts gefahren und ist zu blöd, sich vorher zu erkundigen, ob hinter ihm was steht. Da kann ja ein Kinderwagen stehen oder sonst was, ja. Fährt einfach zurück. Und wir sind drin und sehen es auf uns zukommen, aber wir können ja nichts machen. Und schon macht es Rums, ja. Jetzt kommt die Polizei. Ich könnte kotzen, könnte ich kotzen, ja. Entschuldigung, ja. Wir wollten nach Spanien fahren. Haben uns schon so gefreut. Also normalerweise könnte ich ja jetzt sagen, der da ist uns drauf gefahren. Aber das macht man natürlich nicht. Ne? Nein. Also der Marc ist unschuldig. Der Marc ist total unschuldig. Und er tröstet jetzt unseren Gustl. Ja, genau. Der steht da unbeschädigt, ja, und hat nichts damit zu tun. Ja. Und jetzt gucken wir nochmal hier. Ja, so schaut er jetzt aus. So, jetzt sind wir zurück. Ja, das war vielleicht heute ein Schrecker. So, also dann machen wir mal unseren Gustl standsicher. Ja, genau. Jetzt nimmst du mal den Kleber. Ja. Vorsicht. Vorsicht. Nur mehr kaputt machen, als schon kaputt ist. Das Schlimmste an dem Ganzen ist ja für mich, ja, wenn wir jetzt da so rumfahren,
Dann denkt jeder, der Helle war zu blöd zum Autofahren und ist jemand hinten drauf gerumpelt. Aber das ist nicht so. Ich glaube, ich mache noch ein Schild hin, ich bin nicht schuld. Ich bin niemand drauf gefahren. Ja, aber ihr hättet mal sehen sollen, wie die Leute alle geschaut haben. So, machst du mal. Was muss ich jetzt machen? An der Scheibe festmachen. So. So, ja. So, lang schau, lang schau, nicht weiter, bis daher lang. Ja, hier kann man ja schon. Na ja, aber das langt. Ja, das langt. So. Und jetzt hier noch. Ja. Ein Ding ja, ich mach das doch. Ja, genau, so macht das. Nicht zu weit runter, das bringt jetzt gar nichts. Jetzt mach's lieber nur mal an der Seitenfenster, mach's nur irgendwo fest. Ja, aber nee, geht nur mit einem. Das ist natürlich gar nicht. Ja, ich mach nochmal. Vorsicht. So passt es schon. Ja, nein, komm mal, Mann, hier nochmal. Was soll das? Es spart da am Band, oder was? Ja, klar. Oh, nein. Das nennt man Schadenminderungspflicht. Ja, klar. Nachher rutscht das Ding da nur ab. So, dann fahren wir wieder nach Hause. Kommen wir schneller heim, als wir gedacht haben. Oh ja. Ach, dabei wäre der. Wir hatten ja einen Termin, der wäre bestimmt viel schöner geworden. Ja. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Klar. Und drittens mit der Ossi kann man was erleben. Ja. Also, nachdem wir jetzt dastehen mit unserem notdürftig reparierten Gustl, erzählt jetzt die Ossi nochmal genau, was eigentlich los gewesen ist. Ich sage einmal schon mal vorweg, es gab einen Crash, null Tote, null Verletzte, ein beschädigter Gustl. Ja, und etwas flatternde Nerven. Ein bisschen angespannt und ja, aber es hat sich jetzt nur als Blechschade alles erwiesen und von daher geht's. In dem Fall Plastikschaden. Oder Plastik, ja, Glasschaden auch. Also auf jeden Fall, es ist einfach blöd gelaufen. Wir hatten ja einen Termin, deswegen waren wir unterwegs. Und da wir wie üblich immer viel zu früh dort sind, haben wir gesagt, machen wir noch eine kleine Pause. Einen Burger essen. Ja, so ein lecker. Keinen Bio-Burger, sondern einen... Knallfrosch. Ja, auf jeden Fall, wir waren im Gustl drin und der LKW vor uns fährt plötzlich rückwärts. Und wir, der wird doch wohl noch stoppen. Nee, das haben wir nicht mehr sagen können, aber es hat uns schon gekracht. Ja, und schon hat's gekracht, ja. Ein Gedanke, ein Crash und eine und entsetzte Blicke. Ja, genau, von aller Seite. Ja. Ja, so ist es, so schnell kann was passieren. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass alles schnell wieder repariert werden kann. Schuldfrage ist geklärt, Polizei war da. Ja. Wir schalten jetzt morgen einen Rechtsanwalt ein, wir schalten einen Sachverständigen ein. Wir fragen bei der Firma Hümer höflich über einen Ersatztermin nach. Und jetzt können wir wieder mal sagen... Was heißt Ersatztermin? Ersatzschaden, ja. Und auf eine schnelle Reparatur. Ja. Und wir haben ja schon mal ein Video gemacht, Bad Waldsee statt Belgien, ja. Mhm. Jetzt machen wir halt eins, Bad Waldsee statt Spanien. Aber das läuft uns nicht davon. Schauen wir mal vielleicht, wie schnell das geht. Also heute ist der 6. Ja. Januar. Und ja, dann werden wir das dann halt, unsere Reise verschieben müssen, ja, genau. Also. Ja, so ist es halt. Es kommt meistens anders als geplant. Ja, und schade ist auch natürlich den Termin, den wir gehabt haben. Ja. Der wäre etwas zur Verschönerung gewesen vom Gustl. Aber auch das ist nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Ja, genau. So ist es. Und wir halten euch am Laufenden. Bleibt gesund, bleibt crashfrei, fahrt vorsichtig. Ja, genau. Immer eine allzeit unfallfreie Fahrt. Und immer nach hinten schauen, wenn man rückwärts fährt. Ja, oder nach vorne im Fall einer rückwärts fährt. Ja, da kommt also, wie man es macht. Immer richtig machen. Also, in diesem Sinne. Ja, gebt uns wenigstens einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, dass wir noch leben.
Ach so. ich dachte, und du sagst schon, wenn es euch gefallen hat, dass wir einen Crash haben. Nein, dass wir nur leben. Und wie ihr seht, uns geht's gut. Ja, ja, wir überstehen das. Ja, genau. Also, dann bis tschüss. Dann. Ja, tschüss. Ciao. Ciao.